Hallo und willkommen zurück zu City Skylines, wo wir versuchen, Schirmer zu bauen. Soweit sind wir bisher gekommen. Die hier sind alle wieder eingezogen. Jetzt in ihren lustigen, kleinen, baugleichen Niedrigenergiehäusern. Ich habe da immer so diese... Also bei uns stehen immer diese Häuser mit Gras auf dem Dach rum, als Niedrigenergie. Warum ist hier sowas nicht? Warum nur diese komischen Bungalow-artigen Gebäude, die optisch nicht viel hermachen? Das finde ich eher ungünstig. Naja, wir haben Bedarf an Industrie oder Offices und an Commercial Zones und so ein bisschen noch an, Wohngebieten. Und nun können wir eine Highschool bauen. Welche Highschool bauen wir? Also wir könnten hier diese bauen, diese, die beim Spiel dabei ist. Dann wäre das hier etwas kleiner eine Option. Ich meine, die wird direkt hier reinpassen. Das wäre ganz, ganz, ganz gut eigentlich, ne? Mal gucken, ob das reicht als Highschool. Ja, reicht. Wunderbar. Aber wir brauchen eine neue Grundschule, glaube ich. Weil die alte überlastet ist. Grundschule. Hier hätten wir eine, aber das ist mehr so ein europäisches Design. Experimental Primary. Ach, meine Güte, ist riesig. Springfield Elementary. Okay, das würde ja optisch reinpassen. Das ist quasi die aus den Simpsons. Wollen wir die wirklich... bauen wir die mal hier hin. So. Gucken wir uns mal an, wie das aussieht jetzt. Cool. Ist die Klinik. Und das hier ist die Highschool. Cool. Jetzt können wir auch Parks bauen mittlerweile. Das machen wir dann gleich mal. Hier so ein... Der passt hier schön rein, der japanische Garten. Das ist zu groß. Ist immer noch zu groß. Das passt hier gut rein. Und dann können wir hier auch so Kirchen reinbauen. Zack. Damit die Stadt ein bisschen mehr nach einer richtigen Stadt aussieht. Ist das jetzt alles, was wir haben hier? Rosenstatuenpark. Urban Sculpture. So, und das Eckchen. Das Tolle ist, wenn man... die Parks sagen mir alle nicht zu. Was ist das denn? Das sieht aber nicht aus, wie es aussehen soll. Sorry, aber da fehlen wohl ein paar Assets, würde ich sagen. Gut, was nehmen wir stattdessen? Hai kämpft mit Krokodilen, nehmen wir stattdessen. So. Wer möchte nicht neben sowas zur Schule gehen? Okay, aber jetzt haben wir hier diese Zwischenstücke, die nicht bebaut sind, und wenn wir da nicht gerade überall Tankstellen reinbauen oder sowas, können wir auch hier so Fußwege für die Leute zum Spazieren reinbauen. Und so wir denn das möchten, ein paar Bäume reinpflanzen.
Okay. Ah, siehste. So, fehlt uns noch irgendwas? Können wir schon Friedhöfe bauen? Können schon einen Friedhof bauen? Friedhöfe, ja, da werden tote Leute begraben. Ach, wie interessant, haben wir gar nicht gewusst. Und die haben auch Parkwert. Das heißt, die Leute gehen da auch rein, um spazieren zu gehen und sich zu erholen. So. Das Geld schon wieder weg. Ist das Ding so teuer, der Friedhof hier? Das ist ein ziemlich großer Friedhof, ne? Okay. Naja, müssen wir erstmal wieder warten, bis wir Geld haben. Aber immer noch sind wir im Palus. Okay. Ich glaube aber, wir haben zu wenig Wasser. Das heißt, wir brauchen doch einen Kredit, um noch eine Pumpe zu bauen hier irgendwo. Beziehungsweise, wir haben doch gar keine Pumpe, ne? Nee. Wir haben nur den einen Wasserturm. Ist also kein Wunder, dass das nicht reicht. So, die müssen wir erstmal damit verbinden und wir müssen dafür sorgen, dass sie Strom kriegt. Aber da können wir hier zum Beispiel auch so ein Solarpanel hinsetzen. Das wird reichen. Genau. Und schon haben wir wieder Wasser überall. Ist das nicht toll? Goody. Ja, und hier sieht man schon, dass sie das mit dem Verkehr schon ganz gut geplant haben. Weil hier sehen wir schon den Anfang davon, dass die Stadt irgendwann mal komplett zugeparkt wird. Und da kommen sie an. Und hier läuft, wie es laufen soll. Die ganzen Industriefahrzeuge kommen hier an und fahren dann hier wieder ab. Und keiner von den Lastern fährt durch das Wohngebiet. Ist alles so, wie wir uns das gedacht haben. Und wie ist das hier oben mit dem Müll? 18% voll, das heißt, man könnte so langsam mal sparen auf dem Recycling-Hof oder sowas. Und hier unser Forstwirtschaftsgebiet. Cameron Park. Das sieht echt öde aus hier. Aber bloß nicht ändern, dann reißen die wieder alle ihre Häuser ab. Gut, ich glaube, wir haben genug Geld für ein Recyclingkraftwerk. Kraftwerk, Recyclinghof. So, und das bringt ungefähr kaum was. Das heißt, wir brauchen noch 3 oder 4 davon. Okay. Ja.
7. So. Haben wir noch andere Recycling-Dinger? Ne, das ist alles noch zu teuer. Okay. Fischerei könnten wir machen. Hier vielleicht. Fishing-Haber. Aber das müssten wir dann auch... Gucken, ob hier überhaupt was ist zum Fischen. So. Und die sollten am besten auch eine Straße haben, wo sie... wo sie da hinkommen zum Arbeiten dann, nicht? Wäre schon eine Idee, oder? So. Oh, da fährt der Schiffer, Fischer. Fischer mit seinem Schiff. Der Fischer auf dem Schiff Fische. Bin ich mal gespannt, ob die wirklich Fische fangen oder ob das hier das falsche Gebiet ist. Was kann man denn noch alles fischen hier? Gar nichts. Any type of fish available, okay. Ah, 100% Fishing Route Efficiency. Das scheint... Fishing Route Efficiency. Das scheint also keine besonders schlechte Idee zu sein hier. Und dann deucht mir, wir müssen neue Wohngebiete bauen. Aber erstmal bauen wir hier noch ein Mülldings hin. Können wir uns aber nicht leisten, verdammte Axt. Okay, dann schauen wir mal, wie wir hier das Wohngebiet weiter aufbrezeln. Weil jetzt so lang... Ach, nicht genug Geld, verdammt. Jetzt so langsam könnte man hier auch mal irgendwie dran denken, so einen größeren Park anzulegen. Hier zum Beispiel. Vielleicht. Und dann nur hier noch weitere Wohngebäude bauen. Obwohl das gutes Farmland ist, aber gutes Farmland ist hier unten auch noch. Obwohl die Stadt würde insgesamt viel mehr Sinn machen, wenn hier oben Industrie wäre und da unten... ist egal. Kriegen wir schon irgendwie hin. Können wir uns einen neuen Kredit leisten vielleicht? Nein. Zahlen beide noch ab. Was wir machen können, ist, hier können wir noch Wohngebiete reinsetzen. Ja, das ist das Dumme, wenn man immer aufs Geld warten muss, um Straßen bauen zu können.
Wo ist denn hier? Naja, okay. Wo wollen wir denn jetzt eigentlich den Park hinmachen? So, dass die Bäume alle drin liegen am besten. Und dann machen wir da irgendwie einen Naturpark draus oder sowas. So, dann wollen wir mal gucken, wie die Wasserversorgung hier ist. Geht so. Okay. Und dann können wir hier schon mal ein paar Wohnhäuser noch mal hinbauen. Das machen wir dann später zu vierteln, das geht. Das kriegen wir hin. Ist nur wichtig, dass wir erstmal Geld reinkriegen. Dass die Leute Wasser haben hier. So. Okay, ich überspringe mal das Warten auf Geld. Das ist ja hier. Kann sich ja keiner angucken. Okay, bis gleich. Boomtown! Unsere Stadt ist wieder so weit gewachsen. 2800 Einwohner jetzt. Dass wir ein neues Stadtgebiet kaufen können. Weitere Gebäude haben. Und wir können jetzt Buslinien anlegen. Wir können nach Erz bohren, theoretisch. Wir können den Leuten freies Wi-Fi geben. Also freies WLAN. Und Buslinien können wir machen, Straßenbahnen, Altenheime und Kinderkrippen können wir bauen. Und ab jetzt geht das dann auch los mit den Todesfällen und Post Office. Okay, können wir mal ein Post Office bauen. Wo können wir das hinbauen? Wo hat das noch Platz? So. Cool. So. So, und dann wollten wir ja diesen Park zu einer Art Erholungspark machen. Und zwar einem... Achso, da müssen wir erst das Gebiet designieren zum Parkgebiet. Warum haben die das so gemacht? Ich verstehe es nicht so ganz.
Aber wenn sonst deren Programm nicht funktioniert, dann müssen wir das halt so machen. So, das ist der Hickory City Park momentan. So, und da brauchen wir jetzt ein Main Gate. Und einen Ausgang oder zwei. Hier oben zum Beispiel. Und hier. Und dann können wir hier Pfade bauen durch. Und zwar am besten. Die brauchen nicht so grittig sein. Hier kann man ein bisschen kreativ sein. Tschü, tschü, tschü. Na nun, geht das nicht? Distance too short, what? Ach, geht doch. Okay. Das ist jetzt unser Park. Da können wir jetzt so Sachen reinbauen, wie hier Campfire Site. Und so Zelte. Für Leute zum Campen. So, die gibt es in verschiedenen Größen. Das werden wir mal ausnutzen. Bauen wir hier ein bisschen größere hin. Und wie man sieht, alleine dadurch, dass wir jetzt diesen Park hier haben, sind die alle schon besser gelaunt hier. Das ist falsch rum geworden hier. Warum auch immer. So rum ist besser. So, das ist unser Park. Hickory Dingsbums. Wir brauchen 500 Besucher, damit er den nächsten Level erreicht. Und Entertainment Value, die ganzen Zelte bringen genug Entertainment. Also die kommen da zum Campen höchst. Meistens. So. Und jetzt können wir mal anfangen, den hier weiter zu bauen. Was wir jetzt hier machen können, ist, wir könnten die Straße hier aufwerten zu dieser hier, wo dann auch eine extra designierte Busspur ist. Aber ich weiß nicht, ob das notwendig ist, weil momentan haben wir halt noch überhaupt gar keine Busse. Und außerdem haben wir ein Verkehrsproblem hier. Für mich sieht das alles noch sehr, sehr so aus, als ob das wie geschmiert läuft hier. Hier ist ein bisschen viel Verkehr, aber das sollte man irgendwie wissen, dass es dazu kommt. Weil hier ist der ganze Industrieverkehr. Aber der ist nur hier. Der ist nicht überall anders in der Stadt. Ich meine, hier gibt es so ein paar Straßen, die mir Sorgen machen, aber nicht so viele. So, das ist jetzt unser kleines Wohngebiet mit dem lustigen kleinen Park. Haben wir irgendeinen John Hughes Film, der irgendwie in der Wildnis spielt oder so? Wo Leute zelten. Zelten Leute in John Hughes Film. Mir fällt keiner ein. Außer hier Ticket für zwei vielleicht, aber. Da sind mir keine Charakternamen parat jetzt, also. Lassen wir es mal beim John Bender Nature Reserve Park. So. So, dann müssen wir mal durchgucken, ob all die Services, die wir haben hier. Strom haben wir genug.
Wasser und Abwasser haben wir genug. Müll ist immer noch ein bisschen, fehlt uns noch ein bisschen was. Können wir uns aber nicht leisten. Gesundheitsvorsorge. Ist gut. Wir haben genug Friedhof. Und Childcare und Eldercare könnte man vielleicht mal bauen. Theoretisch auch eigentlich hier an der Straße. Aber können wir uns auch nicht leisten. Okay, wenn wir uns den ganzen Scheiß nicht leisten können, dann habe ich auch bald keine Lust mehr hier. Ja. Oh, da oben haben wir keine Wasserrohre gelegt. John Bender Park nimmt Fahrt auf. Wir brauchen wieder mehr Industriegebiet. Haben wir denn hier irgendwas, was wir machen können? Hier unten könnte man Farminggebiet oder sowas machen. Wenn wir das jetzt verbinden, dann ist die Straße auch voller Industrie. Wäre es nicht besser, wenn wir die hier nehmen? Vielleicht besser, ne? Ja, ja. So. Dann machen wir. Und dann machen wir hier. Jetzt brauchen wir da natürlich noch Strom und wie immer Wasser. Wasser ist, glaube ich, das geringere Problem. Und für Strom haben wir gerade genug übrig, um hier vielleicht so eine Turbine zu bauen. Hoffentlich reicht das. Reicht gerade, okay. Und dann haben wir hier unsere kleine landwirtschaftliche Kommune. Was dann auch schon wieder genug Industriegebiete wären für jetzt. Super. Okay, das ist dann auch schon wieder genug für Folge 2. Dann, wenn euch dieses Video gefallen hat, subscribe den Kanal und ich fühle mich wie eine Platte mit einem Sprung drin. Like das Video und schreibt einen Kommentar
Und wenn ihr über neue Videos informiert werden wollt, drückt diese Glocke da oben bei dem Subscribe-Button. Okay, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal.